Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Video-Tutorial werden wir über die Außengewinde sprechen. Zum Einsatz kommt dabei die FreeCAD-Version 014-3700 unter Windows 7 64-Bit. Diese bunten Icons wird man allerdings unter der Standardinstallation von FreeCAD vergebens suchen. Zu Ihrer Erklärung sei gesagt, dass es unter FreeCAD problemlos möglich ist, mittels Makros den Funktionsumfang von FreeCAD zu erweitern. Und ich habe mir in diesem Falle von der FreeCAD Homepage ein paar Makros heruntergeladen, den Benutzer definierte Icons zugewiesen, damit ich die mal ausprobieren und damit herumspielen kann. Für dieses Tutorial haben diese Makros gar keine Bedeutung. Und wie man Makros herunterlädt und was es damit auf sich hat, werde ich vielleicht in einem späteren Tutorial zeigen können. Zu den Außengewinden selbst ist erst einmal prinzipiell dasselbe zu sagen wie zu den Innengewinden. In anderen 3D-CAD-Systemen, zum Beispiel SolidWorks, gibt es ein spezielles Konstruktionselement. Im Fall von SolidWorks ist das eine Gewindebeschriftung, die ich einer Kante mitgeben kann als Definition. Dieses Konstruktionselement sorgt dann dafür, dass optisch eine Gewindedarstellung erscheint, zum einen, und zum anderen bei einer Erstellung von einer 2D-Zeichnungsansicht des entsprechenden Teiles wird dann eine richtige, dinggerechte Darstellung des Gewindes eingeblendet, also mit dieser dünnen, durchgezogenen Linie, so wie es die DIN vorschreibt. So etwas gibt es unter FreeCAD momentan noch gar nicht. Es muss noch programmiert werden. Aber auch unter FreeCAD haben wir ein paar Möglichkeiten, ein Gewinde darzustellen, beziehungsweise es gibt ein paar Möglichkeiten für Workarounds, auf die wir der Reihe nach eingehen werden. So wie es in dem Tutorial für Innengewinde bereits angesprochen wurde. Aus Sicht eines Konstrukteurs kann ich zum Beispiel durchaus sagen, wenn ich in einer 3D-Baugruppe ein solches Element zum Beispiel verbaue, dann ist auf den ersten Blick im Prinzip klar, dass eine Sechskantschraube hier verbaut wird. Wenn ich jetzt die alten Bezeichnungen nehme, danach DIN 931 oder DIN 933, also Gewinde bis Kopf oder Gewinde nicht ganz bis Kopf, je nachdem. Ich könnte aus dem Modell auch noch den Schaftdurchmesser, also die Gewindegröße, herausmessen, die Schaftlänge, und wenn ich noch die Schlüsselweite dazu herausmesse, dann könnte ich alles über die geometrischen Abmessungen dieser Schraube sagen und die DIN. Um vollständige Informationen über die Schraube zu bekommen, müsste ich dann allerdings noch in der Stückliste nachsehen, ob dort erwähnt ist, welche Festigkeitsklasse und somit welcher Werkstoff die Schraube hat und ob eventuell eine Oberflächenbehandlung zu erfolgen hat von dieser Schraube, zum Beispiel Vernickeln oder Verzinken oder sonst irgendetwas Ähnliches in dieser Richtung. Die gleichen Aussagen gelten ja auch für eine solche Darstellung einer Zylinderkopfschraube mit Innensechskant. Ich kann sehr wohl auch hier aus dem Modell herausmessen, welchen Schaftdurchmesser und somit welche Gewindegröße habe ich hier modelliert, die Schaftlänge, und ich kann, wenn ich die Höhe des Zylinderkopfes herausmesse, herausbekommen, ob ich eine Zylinderkopfschraube hier verbaut habe mit niedrigem Kopf oder mit normaler Kopfhöhe. Aber auch hier müsste ich in einer Stückliste oder in einem PPS-System nachsehen, um herauszubekommen, welches Material und somit welche Festigkeitsklasse diese Schraube besitzt und ob eventuell eine Oberflächenbehandlung erfolgt ist bzw. zu erfolgen hat. Wenn wir uns nun den Aufbau des FreeCAD-Modells dieser Sechskantschraube angucken, dann stellen wir fest, dass in diesem Falle dieses Modell aufgebaut wurde mit zwei Bearbeitungsschritten aus der PartDesign Workbench. Zum einen eine Revolution und zum anderen ein Pocket, mit dem dann der Sechskant zum Schluss hergestellt wurde. Wenn ich jetzt dieses Solid ausblende und mir diese Skizze anschaue, dann sieht die so aus, die dann mit einer Revolution zu einem Drehteil gemacht wurde. Die entsprechenden Maße stammen größtenteils aus dem Tabellenbuch, teilweise auch aus dem
Lieferkatalog der Firma Schraubengroß, der per PDF im Internet problemlos downloadbar ist. Da stehen auch viele Maße der entsprechenden Normteile drin. Und wie gesagt, wenn ich jetzt diese Revolution einblende, dann habe ich im zweiten Schritt hier oben auf die Kopffläche einen Sechskant drauf gezeichnet und einen Kreis noch dazu. Der Kreis ist größer als der Außendurchmesser hier. Und dann habe ich mithilfe der Pocket-Funktion quasi dieses überstehende Material so gesehen weggeschnitten, damit ein Sechskant entsteht. Wenn ich jetzt wiederum hier diesen Solid einblende und diesen wieder ausblende, so sieht dieses Teil dann fertig aus. Diese Teile haben natürlich den Vorteil, dass sie zum einen eine sehr geringe Dateigröße besitzen und somit sehr ressourcenarm sind quasi. Sie belasten den Rechner nicht sonderlich. Und es ist auch so, dass, wenn man sich mal überlegt, in der Praxis sitzen viele Schrauben in Gewindesacklöchern drin, oder wenn es Durchsteckschrauben sind, ist am anderen Ende dann in irgendeiner Form eine Mutter draufgeschraubt, sei es jetzt eine normale Sechskantmutter oder eine Hutmutter oder eine Flügelmutter oder was auch immer. Also sieht man im wirklichen Leben sowieso selten etwas von dem Gewinde in irgendeiner Form. Wenn man zum Beispiel aus optischen Gründen ein Gewinde oder etwas Gewindeähnliches darstellen möchte, kann man ja durchaus zu einem kleinen Trick greifen und sagen, man verwendet einen Bearbeitungsschritt, der rotationssymmetrisch aufgebaut ist. Dadurch bleibt die Dateigröße immer noch klein und dieses Modell ist immer noch relativ ressourcenschonend. Wenn man zum Beispiel dann das Teil in 3D unbedingt herstellen möchte und deswegen unbedingt ein gangbares Gewinde mit allem drum und dran braucht, kann man sich natürlich dann auch die Mühe machen und sagen, ich modelliere das Gewinde komplett mit einer Helix inklusive Anschnitt und Auslauf und mit allem, was zu einem ordentlichen Gewinde dazugehört. Wir werden nun als Beispiel eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant nach DIN 912 M6x40 modellieren und dort die verschiedenen Möglichkeiten und Arbeitsschritte besprechen, die man hier unter FreeCAD zur Verfügung hat. Dazu schließen wir kurz alle Beispieldateien, sagen Datei neu und können loslegen. Um als erstes diese symbolische Darstellung der Schraube mit Hilfe der Partdesign Workbench zu modellieren, gehe ich also in die Partdesign Workbench, falls noch nicht passiert, erstelle eine Skizze, in meinem Fall dann auf der YZ-Ebene zum Beispiel. Dann sage ich OK. Ich verwende das Werkzeug Polylinie und sorge dafür, dass ihr die Z-Achse hier fängt an einem Punkt. Dann möchte ich den Ursprung fangen. Dann geht es waagrecht ein Stückchen nach rechts, senkrecht hoch. Ich deute eine Phase an, gehe waagrecht zurück, gehe senkrecht nach oben und gehe wieder waagrecht zurück und schließe dann mit einem Rechtsklick die Funktion Polylinie ab. Jetzt hat der Solver hier entdeckt, dass eine Beziehung zu viel gesetzt wurde. Dieser Punkt ist Element der Z-Achse und dieser Punkt ist, dadurch, dass er im Ursprung liegt, auch Element der Z-Achse. Und wenn ich dann noch zusätzlich sage, dass diese Linie vertikal sein soll, ist das eine Bestimmung zu viel. Und der Solver, der schlägt hier vor, dass ich den Constraint Nummer 3, also diesen Vertikal-Constraint, löschen soll, damit keine Überbestimmung der Skizze mehr vorhanden ist. Also kann ich ihn entweder hier markieren oder hier in der Liste und anschließend zum Beispiel mit Entfernen auf dem Keyboard löschen. Machen wir doch gleich mal. Wir markieren ihn hier, sagen Entfernen und schon ist die Fehlermeldung im Solver verschwunden und die Skizze ist ausreichend erstmal definiert. Jetzt kann ich mit dem Bemaßen der Skizze anfangen. Ich möchte hier
gleich als erstes bei der Faser und beim Schaft entsprechend realistische Maße verwenden. Die DIN 13 für Regelgewinde in dem Fall vorschreibt, wir wollen ein M6-Regelgewinde herstellen. Und zum Beispiel im Tabellenbuch ist eine Formel genannt, wie groß dann dieser Fußradius oder Grundradius bzw. der Durchmesser sein soll. Wenn man für M6 dann die entsprechenden Zahlen einsetzt, kommt dann als Durchmesser 4,77 heraus. Also kann ich quasi sagen, ich möchte als erstes diese Linie hier. Da kann ich dann FreeCAD für mich rechnen lassen. 4,77 geteilt durch 2 ergibt 2,385, hat FreeCAD für mich selbst ausgerechnet. Dann kann ich als nächstes sagen, der Flankenwinkel in einem Regelgewinde nach DIN 13 beträgt 60 Grad. Also haben wir hier gerechnet auf die Senkrechte 30 Grad, weil das hier ein Wechselwinkel ist, auch wieder 30 Grad, beziehungsweise zwischen diesen beiden Linien benötigen wir dann einen Winkel von 150 Grad. Dann kenne ich natürlich auch die Entfernung dieser beiden Punkte, bezogen auf die hier in dem Fall vertikale. Das ist logischerweise der Radius des Gewindes. Wir wollen ein M6-Gewinde modellieren, also 3 mm Höhe. Ich kenne als nächstes noch die Entfernung dieser beiden Punkte zum Beispiel. Das ist die Schaftlänge. Die hatten wir ja festgelegt mit 40 mm. Dann, wenn wir sagen, nach der alten Bezeichnung DIN 912, nach der neuen Bezeichnung ISO 4762, wir wollen eine normale Kopfhöhe haben, dann können wir sagen, dass zum Beispiel der Durchmesser des Kopfes für M6 10 mm beträgt, somit beträgt der Radius 5 mm. Dann kann ich noch als nächstes sagen, ich kenne noch die Entfernung von diesen beiden Punkten. Die Kopfhöhe, die beträgt 6 mm. Und schon haben wir die wesentlichen Dinge festgelegt. Jetzt kommt noch als letzte Sache hinzu. Ich habe also hier jetzt kurz die Punkte in meinem Fall damit Steuerung markiert, weil ich den Inventor Style eingestellt habe für die Navigation. Und dann die Maustaste gedrückt und gedrückt gehalten und den Punkt entsprechend hier hingezogen. Dass ich jetzt noch sagen kann, ich möchte hier abrunden, nämlich dieses Element und dieses Element. Gut, jetzt hat er mir freundlicherweise die Constraints geklaut. War nicht so schön. Setzen wir die halt nochmal, sind 6 mm. Diese Entfernung war 5 mm. Wunderbar. Und dieser Radius, der ist in einer Tabelle erfasst, in der DIN 912 bzw. in der ISO 4762. Annäherungsweise können wir sagen, er soll ein Zehntel mal den Nenndurchmesser des Gewindes, also 0,1 mal 6 mm, also 0,6 mm groß sein. Das reicht völlig aus. Und ergibt auch optisch ein schönes Bild. So. Dann sehe ich gerade, hat er mir hier auch noch einen Constraint geklaut. Auch nicht schön. Wir sagen senkrecht. So, und jetzt stimmt wieder alles zueinander. Durch diese Verrundung hat er hier einfach mehrere Sachen geklaut, die wir jetzt wieder gerichtet haben. Die Skizze ist vollständig definiert. Ich schließe die Skizze und stelle mit Revolution meine entsprechende Figur her, indem ich dann noch sage, ich möchte aber um die horizontale Zeichnungsachse bitte schön rotieren und nicht um die vertikale. Ich sage okay. Und schon haben wir mal
diese Figur hier im Wesentlichen richtig gezeichnet. Im nächsten Schritt werde ich nun den Innensechskant hieran modellieren. Dazu wähle ich diese Fläche aus. Dann wird eine Skizze drauf kreiert. Und ich wähle wieder mein Werkzeug Polylinie und zeichne hier eine senkrechte Polylinie. Ich schaue, dass sie hier die senkrechte Achse, also die X-Achse in diesem Falle, fängt. Dann wieder eine Linie hierhin, wieder eine senkrechte Linie. Er soll wieder die grüne Achse fangen und hier soll er wieder diesen Anfangspunkt fangen. Wir haben noch 8 Freiheitsgrade übrig, also werde ich jetzt alle Linien einzeln der Reihe nach markieren und sagen, alle Linien sind gleich lang. Dann kann ich im nächsten Schritt 2 beliebige Linien markieren und sagen, ich lege fest, dass der Winkel 120 Grad sein sollen. Und ich habe noch, wenn ich hier hinschaue, noch 2 Freiheitsgrade übrig. Nun, zum einen ist das natürlich die Aussage, dass zum Beispiel dieser Punkt und diese Achse symmetrisch sein sollen. Genauso gut hätte ich auch diese 2 Punkte und die waagrechte Achse nehmen können oder diese 2 Punkte. Jetzt habe ich noch einen Freiheitsgrad übrig. Nun, das ist die Schlüsselweite, die wir brauchen. Die Schlüsselweite für eine Innensechskantschraube M6 beträgt 5 mm. Ich schließe die Skizze und wende die Pocket-Funktion an und sage, eine Tiefe von 3 mm möchte ich haben. Und wenn ich nun auf die axonometrische Ansicht hier gehe und dann sage Einpassen, dann habe ich hier meine Darstellung im ersten Schritt schon soweit fertig. Im Tabellenbuch Metall ist angegeben für eine Zylinderschraube mit Innensechskant, dass die Länge des Gewindes 24 mm bei einer Größe von M6 betragen soll. Also könnte ich jetzt im nächsten Schritt, wenn ich diese rotationssymmetrischen Zähne ranmodellieren möchte, durchaus hier in dieser ersten Skizze 24 Zähne reinmodellieren und die entsprechenden Beziehungen setzen und so weiter. Das ist mir aber zum einen relativ viel Aufwand und zum anderen möchte ich diese Gelegenheit nutzen und die Arbeitsweise des Groove-Werkzeuges oder auf Deutsch Newton-Werkzeuges vorstellen. Und ich nutze die Möglichkeit, ein Linear Pattern zu kreieren, also ein lineares Muster. Sprich, ich werde einen einzelnen Zahn quasi modellieren oder vielmehr eine Nut und dann diese Nut entlang der Achse 23 Mal kopieren und habe dann somit auch meine Gewindedarstellung. Das hat ein, zwei kleine Haken, auf die werde ich dann im Rahmen der Modellierung eingehen. Wenn ich ein reines Drehteil erzeugen möchte, kann ich die dazu notwendige Skizze auch auf eine der Hauptebenen legen, also auf die XY-Ebene oder die YZ-Ebene oder halt die XZ-Ebene. Das ist bei diesem Newton-Werkzeug nicht möglich. Es funktioniert von der Logik her so gesehen im Prinzip wie das Pocket-Werkzeug. Es braucht eine existente Fläche an einem Teil, dass ich darauf die entsprechende Skizze legen kann. Wie benutzerfreundlich das jetzt ist bei einem Drehteil, darüber lässt sich diskutieren. Momentan funktioniert diese Funktion halt auf diese Art und Weise. Also kann ich zum Beispiel sagen, ich markiere diese vordere Fläche, lege darauf eine Skizze, nehme ein Viereck oder vielmehr ein Quadrat und sorge dafür, dass sie hier den Nullpunkt fängt und ziehe hier mein Quadrat auf. Ich kann hier noch sagen, diese beiden Linien sollen gleich lang sein. Von mir aus kann ich dann auch noch
diese Seite hier bemaßen. Ich nehme jetzt mal einfach 6 mm als Maß. Ich schließe und nehme dann die Pad-Funktion her und sage von mir aus auch 6 mm, völlig egal. Es geht darum, dass ich hier eine Fläche bekomme in dieser Ebene, auf die ich nachher dann die Skizze legen werde, damit ich diese Nut erzeugen kann. Also sprich, ich werde jetzt diese Fläche hier anwählen, dann werde ich eine Skizze drauflegen. Dazu verwende ich das Werkzeug Polylinie und ich zeichne jetzt hier mein Dreieck. Ich habe zugesehen, dass er hier wieder diesen Anfangspunkt fängt und dass diese Linie waagrecht ist. Wir können zur Sicherheit mal noch kurz in den Drahtgittermodus schalten, damit wir etwas einfacher zeichnen können. Ich kann im nächsten Schritt noch sagen, diese beiden Linien sind gleich und wir hatten vorhin von einem Flankenwinkel von 60 Grad gesprochen beim Regelgewinde, also vergebe ich hier noch eine Winkelbeziehung von 60 Grad. Ich kenne außerdem die so gesehen vertikale Entfernung dieses Punktes. Das sind die 3 mm von unserem Gewinde. Und ich kenne noch die vertikale Entfernung dieses Punktes auf jeden Fall. Das sind unsere 2,385 mm, also unsere 4,77 mm, die wir ausgerechnet hatten, halbiert. Jetzt ist es so, dass ich leider momentan zumindest mit dieser Version des CAD-Geometriekerns keine Kanten übernehmen kann. Sonst könnte ich sagen, dieser Punkt soll auf dieser Kante sitzen, am besten vielleicht sogar noch auf dem Eckpunkt oder so etwas. Das ist leider so nicht direkt möglich momentan, vielleicht in kommenden Versionen. Was ich aber machen kann, ist durchaus zu sagen, ich mache hier noch eine waagrechte Linie und hier noch eine Linie auf diesen Punkt. Schließe dann wieder mit einem Rechtsklick das Polylinienwerkzeug ab und sage, diese drei Linien sollen gleich lang sein. Ich erkläre diese beiden Linien zu Konstruktionselementen und kann jetzt quasi sagen, dass dieser Punkt so gesehen vom Ursprung waagrecht entfernt sein soll, die Schaftlänge plus die Kopfhöhe. Die Schaftlänge waren 40 mm, die Kopfhöhe waren 6 mm, also 46 mm. Und schon ist die Skizze komplett definiert und wir sehen auch, das passt hier wunderbar. Alles ist soweit richtig definiert und angelegt. Ich schließe die Skizze, stelle sicher, dass die Skizze markiert ist und sage als nächstes, ich möchte meine Nut erzeugen, aber ich drehe nicht um die vertikale Zeichnungsachse, sondern um die horizontale Zeichnungsachse. Ich sage okay, kann zur Sicherheit wieder den Zeichnungsmodus wechseln und sehe, wunderbar. Er hat hier diese Nut richtig dargestellt. Ich kann als nächstes sagen, ich möchte jetzt ein lineares Muster erzeugen. Das kann ich mit einer Pocket-Funktion durchführen und mit einer Groove-Funktion. Ich kann es auch mit einer Pad-Funktion durchführen, wenn das Pad auf eine existente Oberfläche gelegt wurde. Also, wir markieren Groove, sagen Create Linear Pattern und sagen jetzt, wie oft und in welchem Abstand wollen wir ein Muster haben. Er stellt hier schon mal das Ergebnis dar. Momentan hätte man also insgesamt zwei, ja, von diesen Nuten, 100
Millimeter entfernt. Ich sage, die Steigung des Gewindes beträgt 1 Millimeter, also möchte ich 23 Newton in 23 Millimetern Entfernung und bitte schön in die umgekehrte Richtung. Und schon stimmt die Vorschau, die Transformation ist erfolgreich. Ich kann sagen, okay. Und jetzt kann ich noch im letzten Schritt diese Fläche markieren. Ich lege eine Skizze drauf. Ich sage, ich hätte gerne ein Rechteck. Und kann zum Beispiel sagen, ich ziehe das Rechteck hier so auf. Ich könnte jetzt in diesem Fall sogar noch sagen, ich möchte gerne diese Kante übernehmen. Und ich möchte gerne diese Kante übernehmen und kann sagen, dieser Punkt soll deckungsgleich hier sein und dieser Punkt sollen identisch sein. Und schon habe ich dieses Quadrat definiert, ohne ein Maß vergeben zu müssen. Die Skizze ist vollständig eingeschränkt. Wunderbar. Dann wende ich die Pocket-Funktion an und sage Abmessung zuerst nur dadurch alles, ist in diesem Falle egal. Oder ich könnte auch als Maß diese 6 mm eingeben, die ich vorhin verwendet habe. Dann sage ich okay. Und habe nun mein komplettes Teil erstellt. Und wie bereits ganz am Anfang des Tutorials erwähnt, wenn man sich das hier anschaut, das sieht auf den ersten Blick wirklich wie ein Gewinde aus. Das reicht völlig aus in meinen Augen für eine optische Darstellung des Gewindes. Im nächsten Schritt wollen wir aber auch noch gerne zusammen eine Schraube modellieren, die ein wirklich helixförmiges Gewinde besitzt. Also werde ich diese Datei jetzt wieder schließen, eine neue Datei anlegen. Und ich wechsle in die Part Workbench. Diese Helix-Funktion und auch die Boolean-Funktion funktionieren eigentlich immer am besten mit Körpern aus der Part Workbench. Part Design kann passieren, dass nicht alle Boolean-Operationen immer klaglos ausgeführt werden. Also fange ich in diesem Fall damit an, dass ich sage, in der Part Workbench werde ich jetzt mal einen Zylinder einfügen. Dieser Zylinder soll jetzt in dem Falle der Schaft der Schraube sein. Und ich werde ihn also von den Daten her dann so bearbeiten, dass ich sage, der Radius soll 3 mm sein, dass wir wieder auf unser 6er Gewinde kommen. Und die Schaftlänge hatten wir ja mit 40 mm festgelegt. Soweit wunderbar. Und jetzt können wir noch einen zweiten Zylinder einfügen. Das ist dann der Kopf der Innensechskantschraube. Beim Kopf hatten wir festgelegt, steht auch so im Tabellenbuch, beziehungsweise an anderen Stellen im Internet, zum Beispiel, wie gesagt, im Lieferantenkatalog der Firma Schraubengroß, dass der Kopf einen Durchmesser von 10 mm hat und eine Höhe von 6 mm. Jetzt ist er momentan noch an der falschen Stelle. Halt, er hat einen Durchmesser von 10 mm. Ich habe mich hier vertan, da müssen wir einen Radius von 5 mm haben. Ja, das sieht jetzt von den Proportionen her schon viel besser aus. Also werde ich jetzt noch beim Placement hier sagen, ich möchte gerne in Z-Richtung und diese 40 mm verschieben. Und jetzt habe ich schon meine prinzipielle Schraube im ersten Schritt erstellt. Ich markiere also noch die beiden Körper und sage, bitteschön vereinigen. Halt, stopp.
anwenden und dann schließen. So, jetzt stimmt's. Er hat die Fusion ausgeführt und es gibt einen einzigen Körper, einen einzigen Solid. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um das Gewinde. Das Gewinde erstellen wir, indem wir eine Helix einfügen. Entlang der Helix wird eine Skizze in Form eines kleinen Dreiecks gesweept und anschließend dann per Boolesche Operation werden dann die beiden Solids miteinander verschnitten und ich ziehe dann quasi den helixförmigen Solid von diesem Solid ab und erhalte so eine Gewindedarstellung in Helixform. Also, ich füge hier eine Helix ein. Die Steigung 1 mm ist soweit in Ordnung. Die lasse ich so stehen. Ich möchte eine Höhe von 26 mm haben, weil ich 2 mm unterhalb dieser Ebene bzw. dieser Fläche anfangen möchte und dann ein Gewinde brauche mit einer Länge von 24 mm. Den Radius stellen wir auf 3 mm ein. Wir haben ja ein M6-Gewinde, das wir modellieren möchten. Ein Winkel brauche ich nicht. Das Koordinatensystem können wir auf rechts drehen belassen. Ich sage erstellen und schließen. Hier wird diese Helix eingeblendet. Und wenn es um Helix geht und Boolesche Operationen, habe ich bisher bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich diese Helix jeweils um 90 Grad verdreht habe, dass sie nicht in der XZ-Ebene startet, so wie dieser Solid hier im Prinzip, das sieht man durch diese Schattenfuge, sondern es war zumindest in der momentanen Version des CAD-Geometriekerns, also OpenCascade, immer eine bessere Wahl zu sagen, ich verdrehe den Helix um 90 Grad, dass er in der YZ-Ebene startet. Also wähle ich den Helix aus und über Placement verdrehe ich um die Z-Achse in 90 Grad und außerdem entlang der Z-Achse verschiebe ich noch um minus 2 mm. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig, aber wir sollten uns lieber angewöhnen, so exakt wie möglich zu konstruieren, auf Kleinigkeiten zu achten, nicht dass es sich später rächt, wenn wir Kleinigkeiten nicht mehr beachten. Ich sage okay. Und wechsle nun entweder in den Sketcher oder in den Part Design Workbench Bereich. Das ist völlig egal, weil es mir darum geht, dass ich jetzt eine Skizze erstellen möchte. Also eine Skizze, in dem Fall auf der YZ-Ebene. Ich zoome mal etwas näher hin. Ich verwende wieder mein Werkzeug Polylinie und zeichne mir hier ein Dreieck. Ich achte darauf, dass diese Linie senkrecht ist und dass diese Linie dann wieder am Startpunkt landet. Ich werde diese Linien wieder mit einer gleichen Länge ausstatten. Diese Linien schließen einen Winkel von 60 Grad ein. Das ist ja der Flankenwinkel im Regelgewinde nach DIN 13. Dann kann ich als nächstes sagen, ich kenne diesen Fußpunkt. Durchmesser bzw. Radius, über den hatten wir uns ja vorhin schon mal unterhalten, das sind unsere 2,385 mm. Und dann hatten wir gesagt, wir starten 2 mm unterhalb dieser Ebene, also kenne ich auch dieses Maß mit 2 mm. Und nun ist es so, dass das hat wahrscheinlich auch etwas mit der Erstellung der Helix zu tun, dass ich etwas bessere Erfahrungen gemacht habe bei Boolschen Operationen, wenn diese Linie nicht mit der Schattenkante bzw. der Außenkante dieses Zylinders übereinstimmt, sondern wenn nachher das Dreieck und somit eigentlich der entstehende Solid etwas überlappt. Also kann ich sagen, diese Entfernung soll nicht 3 mm sein, sondern etwas mehr, zum Beispiel 3,2 mm. Jetzt ist die Skizze vollständig definiert. Ich kann sie schließen und ich kann wieder zurückwechseln in den Part-Bereich, damit ich mein Sweep-Werkzeug einsetzen kann. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dieser Button hier jetzt neu, der einem die Auswahl etwas erleichtert, wie ich sweepen möchte.
Also in dieses Feld hier muss wieder das Profil rein, das gesweept werden soll. In dem Fall unser Sketch. Also Doppelklick hier drauf oder halt eben einfach markieren und dann mit diesem Pfeil hier rüber schieben. Jetzt ist momentan dieses Dreieck hier markiert, der Sketch. Jetzt kann ich sagen Sweep Path. Und jetzt möchte er, dass ich den Sweep Path markiere. Und zwar am besten im 3D View. Also damit ist dieses Fenster hier gemeint. Also markiere ich hier den Solid, den Helix. Ich sage dann, wunderbar. Ich möchte gerne einen Volumenkörper erzeugen, also ein ausgefülltes Profil haben. Und mit der Freenet-Option kann ich dafür sorgen, dass die Anfangs- und die Endfläche zueinander koplanar sind. Also so gesehen in 2D würde man sagen parallel. Ich sage okay, es dauert ein kleines bisschen, je nach Rechenpower, und er hat die Helix richtig erzeugt. Und ich kann im nächsten Schritt dann quasi sagen, von diesem Fusion-Körper wollen wir, ich halte jetzt gerade die Steuerungstaste gedrückt, den Sweep abziehen. Ja? Ich sage Cut und warte mal gespannt ab, was passiert. Wunderbar, er hat alles richtig durchgeführt. Ich kann jetzt noch der Vollständigkeit halber diesen Sketch ausblenden, also dieses Dreieck. Und ich kann noch die Helix ausblenden. Und schon haben wir die wesentliche Operation durchgeführt. Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten der Reihe nach. Im nächsten Schritt möchte ich nun diesen Innensechskant erzeugen. Dazu wechsle ich wieder in die ParDesign Workbench. Ich markiere diese Oberfläche und sage, ich möchte gerne eine Skizze darauf erzeugen. Und wie vorhin auch, werde ich jetzt hier eine senkrechte Linie ziehen. Ich werde schauen, dass hier diese Achse fängt. Darüber wieder eine senkrechte Linie. Wir fangen wieder die Achse und fangen wieder den Anfangspunkt. Genauso wie vorhin auch. Ups. Jetzt haben wir alle Linien markiert, sagen alle gleiche Länge. Wir suchen uns zwei nebeneinander liegende Linien raus, definieren den Winkel zu 120 Grad. Dann suchen wir uns von mir aus wieder die mittleren Punkte plus die waagrechte Achse und vergeben eine Symmetriebeziehung. Dann vergeben wir wieder unsere Schlüsselweite von 5 mm, sagen schließen, Pocket-Funktion, 3 mm tief. Wunderbar. Und wenn wir jetzt noch sagen, wir können zum Beispiel im Vorfeld schon die Kante markieren und entweder im Part-Design oder im Part-Modus können wir dann zum Beispiel sagen, wir wählen die ausgewählte Kante. Die ausgewählte Kante soll abgerundet werden. Ja, die ist hier schon markiert, Kante Nummer 86. Hier ein Doppelklick auf die 1,0. Die tauschen wir aus zu 0,6 mm. Wir sagen okay. Und das sieht schon mal sehr verdächtig nach einer Schraube aus. Wir müssen uns nur noch um den Gewindeanschnitt kümmern und um den Gewindeauslauf. Kümmern wir uns also zuerst um den Gewindeanschnitt. Dazu werde ich wieder eine Skizze auf die YZ-Ebene legen. Also gehen wir zurück zu Part Design in diesem Falle. Eine Skizze auf die YZ-Ebene. Ich sage okay. Und ich wähle wieder mein Werkzeug Polylinie aus. Ich habe sichergestellt, dass er diese waagrechte Achse fängt.
Ich sehe gerade, diese beiden Punkte muss ich noch miteinander verheiraten. Dann dieses hier deklarieren wir zu senkrecht. Und wir können als nächstes sagen, das hier soll ein Winkel sein von 30 Grad. Dann können wir als nächstes sagen, dieser Fußradius, das sind wieder unsere berühmten 2,385 mm. Genauso wie ich sagen kann, dass diese Entfernung, auch hier kann ich zur Sicherheit ein bisschen überlappen. Also wähle ich diese Entfernung für 3,2 mm. Ich habe eine vollständig eingeschränkte Skizze. Ich erstelle eine Revolution und möchte anschließend von diesem Fillet Solid. Der Solid wird immer benannt mit der letzten Operation, die hier stattgefunden hat. Jetzt markiere ich noch zusätzlich diese Revolution. Ups, ich gehe noch zurück in die Part Workbench und kann dann sagen, ich verschneide die beiden Figuren miteinander und habe jetzt hier meinen Anschnitt hergestellt. Also brauchen wir uns nur noch um den Gewindeauslauf zu kümmern. Beim Gewindeauslauf gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich werde beide Möglichkeiten mal zeigen. Und zwar, die Helix hier hat ja quasi mitten im Material aufgehört. So habe ich die Definition entsprechend festgelegt. Ich markiere jetzt also diese Fläche, gehe in diesem Fall zurück in den Part-Design-Modus und sage, ich möchte eine Skizze auf diese Fläche legen. In diesem Fall kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Kanten übernehmen. Und zwar möchte ich gerne diese Kante übernehmen und ich möchte nochmal eine Kante übernehmen, und zwar diese. Dann kann ich als nächstes sagen, ich möchte eine Bullylinie zeichnen, und zwar schaue ich dann, dass er hier diesen Punkt fängt, dass er diesen Punkt fängt, dass er diesen Punkt fängt und dass er wieder den Anfangspunkt fängt. Dann löschen wir diese senkrechte Beschränkung heraus, die zu viel ist. Die Skizze ist wieder vollständig eingeschränkt und wir haben wieder unser schönes Dreieck, ohne dass wir jetzt irgendwelche Maße zusätzlich definieren mussten. Das ist ja mit einer der großen Vorteile von Parametrik. Ich kann jetzt zum Beispiel die Pocket-Funktion anwenden. Das wäre die erste Möglichkeit. Und einen Schnitt, einen geraden Schnitt, im Prinzip durch alles dann durchführen oder bis zur nächsten Oberfläche. Und habe dann einen entsprechenden Gewindeauslauf hergestellt. Also ich sage dann Pocket. Ich stelle um auf durch alles. Das dauert ein kleines bisschen. Ich sage okay. Und wir haben hier unseren Gewindeauslauf hergestellt. Und wären somit im Prinzip fürs Erste fertig mit unserem Modell. Ich habe von zwei Möglichkeiten des Gewindeauslaufes gesprochen, also werde ich jetzt nur noch die zweite Möglichkeit zeigen. Dazu lösche ich diese letzte Aktion und bin im Prinzip wieder bei dem Schritt angelangt, dass ich diese beiden Kanten übernommen hatte und diese Dreieckskizze hier eingelegt hatte. Ich kann jetzt noch zusätzlich, ich wechsle mal zur Sicherheit in den Drahtgittermodus, ich kann jetzt noch zusätzlich eine Helix einfügen und wieder eine Sweep- und eine Cut-Operation machen. Allerdings bei dieser Helix, der kann ich einen Winkel mitgeben, dass, wenn das jetzt zum Beispiel ein Drehmeißel in Gedanken wäre, dass dieser Drehmeißel, während er die Umdrehung ausführt, langsam aus dem Material herausfährt. So sieht dann nachher das Modell auch wirklich aus. Also dafür
wechsle ich wieder zurück in die Part Workbench. Ich füge meine Helix ein, sage, die Steigung soll 1 mm betragen, die Höhe soll 2 mm betragen. Das ist wunderbar, dann hätte ich also zwei ganze Umdrehungen dieser Helix, die ich jetzt einfügen werde. Den Radius stelle ich auf 3 mm ein. Ich gebe der Helix einen Winkel von 45 Grad mit. Koordinatensystem rechtsdrehend, wunderbar. Ich sage erstellen und schließen. Hier unten wurde diese Helix bereits eingefügt. Jetzt werde ich diese Helix noch um 90 Grad um die Z-Achse verdrehen, damit der Startpunkt mit der Lage dieser Skizze übereinstimmt. Also 90 Grad verdrehen. Und damit diese Skizze jetzt nicht in negative Z-Richtung gesweept wird, werde ich noch die Helix entsprechend in Z-Richtung um diese 24 mm verschieben. Also gebe ich hier die 24 mm ein, dass hier der Startpunkt stimmt. Ich sage OK. Dann kann ich als nächstes meine Sweep-Operation durchführen und sage, das Sweep-Profil soll dieses Catch 03 sein. Der Sweep Path soll bitteschön diese Helix hier sein. Ich sage dann, ich möchte einen Volumenkörper haben. Zur Sicherheit wähle ich hier wieder Frenet an und sage OK. Ich kann jetzt mal noch in der Darstellungsart wieder zurückwechseln. Das hat er jetzt also gemacht hier. Und ich kann jetzt sagen, von diesem Cut Solid, dann wähle ich diesen Sweep noch mit dazu aus und sage, verschneide diese Formen miteinander. Es dauert ein bisschen. Und wie man sehen kann, diese Helix-Operationen sind sehr rechenintensiv. Von daher nicht wirklich für den täglichen Gebrauch in großer Menge zu empfehlen. Und immerhin reden wir hier bei meinem PC von einem Quad-Core-PC mit einer ordentlichen Haswell-CPU und ordentlich Speicher, also nicht gerade ein schwaches System. Wie man sieht, ich kann zur Sicherheit jetzt, dass man es noch ein bisschen besser sieht, diese Helix ausblenden und dieses Sketch ausblenden. Das macht er nicht automatisch. Und wie ich gesagt habe, im Prinzip wird dieses Dreieck hier mehr oder weniger aus dem Material herausgefahren. Das wäre auch eine Möglichkeit eines Gewindeauslaufes. Ja, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich muss noch eine Kleinigkeit gestehen. Wer sich auskennt in der Materie, wird festgestellt haben, ich habe einfach so stillschweigend hier im Grunde dieser Dreiecksnut, diese Fußverrundung, die in der Praxis drin ist bei den Schrauben, unterschlagen. Denn die Schrauben werden ja im wirklichen Leben spanlos hergestellt und nicht spanend. Also die werden gewalzt. Der Hintergrund, der technische Hintergrund ist natürlich, wenn man jetzt hier Material wegschneiden würde, würde man Gefahr laufen, dass hier kleine Risse entstehen im Grunde der Schraube. Und wenn ich dann zum Schluss die Schraube einer thermischen Behandlung unterziehe, dann bringe ich ja Wärmespannungen ins Material und dadurch könnten sich diese kleinen Spannungsrisse noch vergrößern. Und das möchte man halt verhindern. Deswegen stellt man die Schrauben spanlos her, was zu einer Verrundung hier unten führt. Aber in der Praxis kann ich natürlich diese Kante anwählen und sagen, mach mir eine Verrundung von, ich müsste jetzt im Tabellenbuch nachgucken, was da für ein Fußverrundungsradius vorgesehen ist.
Oder ich kann in den entsprechenden Skizzen, wo ich nur diese Dreiecke gezeichnet habe, schon mit entsprechenden Verrundungen auch arbeiten. Das geht genauso. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte wieder ein paar interessante Dinge zeigen. Würde mich über Rückmeldungen jedweder Art freuen und vielleicht sehen wir uns ja beim anderen Tutorial wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit FreeCAD.